Willkommen zurück, Leute, bei Katawa Chojo. Heute mit besserem Mikrofon. Hallo. Und schöneren Stimmen. Hoffentlich. Meine Stimme war schon immer schön. Bam. Super. Das war ein schlechter Soundeffekt. Ja. Aber jetzt hört er sich gut an durch das Mikro. Ja. Anscheinend. Naja, also, ich muss gerade lesen und ich glaube, wir haben irgendwie einmal gedrückt schon. Also, da war noch ein bisschen später. Vorher. Ja, warte, das sage ich schnell. Bis später. Danke. Bitte. Danke, werte Kollege. Bitte. Okay, dann spreche ich jetzt wieder. Die innere Stimme von unserem Charakter, oder? Das ist doch seine innere Stimme. Ja. Oder der Erzähler. Ja, sein Gedanke halt. Sein Gedankengang. Moment, er denkt? Kann er nicht, hast recht. Impotenz. Impotenz, also. Ist alles zu spät. Er sollte das nicht dürfen. Eigentlich nicht, nein. Okay, es geht los. Er klopft mir auf den Rücken und verschwindet so rasch und leise wieder in seinem Zimmer, als wäre er wie ein Gespenst durch die geschlossene Tür geschwebt, statt sie zu öffnen. Wie soll ich das, was gerade passiert ist, verarbeiten? Ich versuche es gar nicht erst und gehe einfach in mein Zimmer. Ich streife meine Schuhe ab und kippe vorüber ins Bett. Es dauert, bis meine Anspannung nachlässt und ich aufstehen und mich an meine Hausaufgaben machen kann. Ja. Ich dachte, ich hätte den Quer. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig, weil das Mikrofon 50% des Bildschirms verdeckt. Naja, vielleicht ein bisschen weniger, aber es verdeckt schon viel. Ja. Das war auch übertrieben. Die Decke schmiegt sich so angenehm kühl an meine Wangen. Es fühlt sich gut an, einfach nur mit geschlossenen Augen da zu liegen. Fliegt er? Er fliegt gleich auf die Fresse. Vielleicht hat Kenji ihn noch so hinterrücks auf den Kopf geschlagen und er liegt jetzt da auf dem Boden. Oh, die Decke. Ja, ungefähr so. Die Schule ist wie eine bizarre, unwirkliche Insel. Sie liegt einsam auf einem Berg. Und jede neue Person, die ich hier kennenlerne, ist noch merkwürdiger als die letzte. Ich passe hier einfach nicht rein. Wie ironisch. Man sollte meinen, an einem Ort, wo für Leute, die sonst nirgendwo reinpassen, wäre das leicht. Vielleicht gebe ich mir zu viel Mühe. Es hilft mir nicht, die Gedanken laut auszusprechen. Die Worte hallen von meinen nackten Wänden wieder. Nackte Wände. Er hat nackt gesagt. Das hat er. Aber es ist auch nicht so schlimm, wie ich erwartet hätte. Es ist doch eher eine Schule als ein Krankenhaus, das nur so tut, als wäre es eine Schule. Und zumindest die Landschaft ist schön. Na, das ist doch was. Guter Gärtner. Ich öffne ein Auge und sehe meine Schulbücher und die Fläschchen mit meinen Tabletten auf dem Tisch liegen. Vielleicht ist dieser Ort sogar zu sehr wie eine normale Schule. Was kommt jetzt? Neuer Tag? Ja, da geht er wohl pennen jetzt. Katawa Chojo. Welcher Tag sind wir jetzt? Drei? Nein. Okay. Also ich fühle mich. Also wenn man jetzt die 7 Monate dazwischen nicht dazu zählt und den Tag, wo er den Herbstfehler gekommen hat. Ja, also das ging ja jetzt darum, welchen Tag er da schon ist. Okay. Drei. Schön. Ich fühle mich sehr müde heute Morgen. Wahrscheinlich, weil gestern so ein anstrengender Tag war. Und dann bin ich auch noch viel zu früh aufgewacht. Nachdem ich Shizune und Misha begrüßt habe, fange ich mit den Aufgaben an, die an der Tafel stehen. Sieht so aus, als ob das ein anstrengender Tag wird. Das aber ist nicht, was mir Sorgen macht. Auch wenn es erst einen Tag her ist, Shizune und Misha könnten jetzt schon eine Antwort haben wollen. Ob ich mich entschieden habe, den Schülerrat beizutreten. Ich würde es ihnen zutrauen und ich hätte dann keine Antwort für sie. Deswegen ist mir die Situation gerade nur recht. Nach etwa 10 Minuten kommt Hanako zum Unterricht und setzt sich an ihren Platz. Aber niemand achtet auf sie. Der Lehrer sagt nicht einmal etwas. Allerdings unterbricht er unsere Arbeit und sagt, dass wir wieder in Gruppen arbeiten sollen. Ich drehe mich um und sehe, dass Shizune und Misha mich anschauen. Shizunes Lächeln ist so süß wie bedrohlich. Es ist ein Lächeln, das wir haben dich sagt. Es gibt keinen drin. Hikchan sieht ganz so aus, als ob wir wieder zusammenarbeiten. Yay, yay! Misha lehnt sich zur Seite, während Shizune ihren Tisch an meinen heranschiebt. Wenn ich nicht durch das Fenster springen will, gibt es tatsächlich keinen Entrinnen für mich. Ja, Selbstmord ist die einzige Lösung für diese Situation. Ja. Leider klingt die Alternative, aus dem Fenster zu springen, auch nicht sehr prickelnd.
ist etwas, Hik-Chan? Ach, Hik-Chan, hast du schon darüber nachgedacht, was du gestern gesagt hast? Du meintest doch, du würdest dir überlegen, dem Schülerrat beizutreten, nicht wahr? Ist schon okay, Hik-Chan. Wir haben noch mal darüber gesprochen, nachdem du gegangen bist. Es wäre nicht nett zu erwarten, dass du jetzt schon eine Antwort für uns hast, oder? Alter, Mikro und Bild, das ist schwierig zu lesen. Oh mein Gott, du machst mir Angst. Ja, ich versuch's mal. Freut mich wirklich, dass ihr auf meine Kosten so viel Spaß habt. Und mehr noch zu wissen, dass ihr euch wenigstens bewusst seid, wie verrückt ihr beide sein könnt. Ja, die haben schon. Shizune wird, nachdem wir das aus der Welt geschafft haben, mit einem Schlag wieder ernst und klopft übertrieben dramatisch und bedeutsam mit den Handrücken auf das Aufgabenblatt. Yo, Arbeit, Bro. Wenn ich einen Blick drauf werfe, dann bestehen die meisten Aufgaben nur aus Lesen. Genauer gesagt sind es nur zwei richtige Aufgaben. Fast will ich sagen, dass ihre Eile angesichts der wenigen Aufgaben unnötig ist. Aber wahrscheinlich weiß sie das selbst. Es ist ihr nun gleichgültig. Ihr scheint die Menge egal zu sein, solange sie nur arbeiten kann. Es ist nicht wichtig, wie viel es wirklich ist. Sie geht alles mit dem gleichen Ehrgeiz an. Ich schweife beim Lesen ab und sehe, wie sich Hanako an den Aufgaben versucht. Sie scheint alleine zu arbeiten. Alleine. Ich kann mich nicht erinnern, sie schon einmal mit anderen arbeiten gesehen zu haben. Aber wenn ich mir überlege, wie schüchtern sie ist, dann kann ich es verstehen. Hey, dieses Mädchen da. Wer denn? Hanako? Wer denn? Hik-Chan? Die da. Hanako. Arbeitet sie immer alleine? Ich denke schon, Hik-Chan. Tut sie dir leid, weil sie alleine ist? Oh, dieser Gesichtsausdruck. Ha, genießen wir es noch, wenn sie nicht voll ist. Das ist nämlich so oft. Stirb! Ich dachte mir nur, sie könnte mit uns zusammenarbeiten oder so. Nein, glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, Hik-Chan. Wieso nicht? Hik-Chan würde nicht mit ihr klarkommen. Warum? Misha drückt sich um die Antwort. Ihr Lachen ist verlegen, nervös. Sogar, auch wenn alles, was sie sagt, nach einem Trällern klingt. Misa? War nicht Misa? Ja, ich nehme jetzt Misha. Oh, Misa, weil dein Haar ist. Ja, das sind Japaner, komm schon. Hast du jemals mal Japaner gesehen, eine Japanerin gesehen, die Misha heißt? Moment, ich guck mal auf mein Handy. Mein Telefonbuch. Ich hatte doch jemanden unter L. Nee, aber. Mach und bleib bei Misha. Na gut. Wenn es dir nichts Aures macht, dann du damit leben kannst. Naja, mal gucken. Vielleicht erschlage ich dich auch, wenn du es einmal sagst. Also nur, wenn du Pech hast. Jetzt hab ich super. Super. Du bist richtig gut. Du kannst super gut wegdrücken, weißt du das? Du willst anscheinend alles lesen. Moment, das können wir uns aber noch angucken. Ja, dann renn mal an den Pinsel. Den Rechner. Oh, Riesenheld. Ist einfach so, Hik-Chan. Punkt. Ich hoffe, die Zuschauer sind zufrieden mit dieser Entscheidung. Ich bin wieder da. Mittlerweile hat auch Shizune unser Gespräch bemerkt. Ich sehe, dass Misha schon die ganze Zeit alle ihre Antworten für Shizune übersetzt hat. Was, Hik-Chan? Der Freund meines Feindes ist auch mein Feind? Klingt aber barsch, das sag ich nicht. Du hast es schon gesagt. Bro. Weiß ich doch, Hik-Chan. Darfst du es ruhig belauschen? Sie ist so schlimm. Ich frage mich, ob. Ja, okay, genau. Ich frage mich, ob Mishas Art ist, fair zu sein. Ohne sie würde ich nicht verstehen, was Shizune sagt und Shizune nicht, was ich sage. Ist das der Grund, wieso sie ständig gestikuliert, damit Shizune aus keinem Gespräch ausgeschlossen ist? Nun, wir sollten uns jetzt den Aufgaben widmen, Hik-Chan. Eine Wegblende. Warte mal. Am Ende haben wir noch Zeit. Also frage ich die beiden, ob es eine Alternative zur Cafeteria gibt. Um ehrlich zu sein, das Essen war bislang alles andere als gut. Es war behindert, weißt du? Das Essen war behindert. Das ist der richtige Ausdruck, um das Essen zu beschreiben. Also er hat ja, das Obst ist ja quasi schon vor ihm, also es geht hier mehr um die Ballaststoffe, die ihm nicht gefallen. Ja. Do you know what I mean? Yeah. Ich glaube, wir schweifen das Thema ab. Gar nicht.
von Obst und Ballaststoffen. Das bringt Shizune und Micha nur dazu, sich über ihre Lieblingsrestaurants zu zoffen. Die aber sind alle in der Stadt und ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben, dorthin zu gehen. Und wer soll auch die Rechnung zahlen? Ich nicht. Zoffen die sich etwa nur aus Spaß? Vielleicht. Sie bemerken nicht einmal, dass es zur Mittagspause läutet. So abgelenkt sind sie davon. Ich schaue über meine Schulter, ans Ende des Klassenzimmers. Sie scheint ihre Notizen aus der vorherigen Stunde noch einmal durchzugehen. Es ist ein seltsamer Anblick. Alle anderen in der Klasse machen Mittagspause. Sie reden und tratschen, stellen die Tische um. Einige haben ihr Essen mitgebracht und unterbrechen ihre Gespräche nur, um reinzuhauen. Ja, ich komme. Guck mal, ihr rannt auch voran. Ihr rannt es auch voran. Ja, das ist ja unerwartet. Ja. Und wie sieht's da drunter aus? Ist sie vielleicht ganz körperhalb verbrannt? Das könnte sein. Ganz körperhalb verbrannt, ja, das gibt es. Ja. Ja. Ich klinge mich aus dem Bild. Ja, jetzt aus. Ich werde nicht schießen gehen, oder? Oder ich schicke ihn in die stille Ecke oder so. Die stille Ecke. Da, wo das Mikrofon nicht ist, oder? Richtig. Die stille Ecke. Gibt's wahrscheinlich im Zimmer nicht. Ja, aber ihr Hand ist auch verbrannt. Ne? Ja, wollte ich nicht machen. Wollte ich nur was sagen. Und was ist mit dem Auge? Ihr rechtes. Vielleicht auch verbrannt oder ist sie da blind? Weiß man nicht. Das arme Mädchen. Ich muss gelitten haben. Wir werden uns um sie kümmern müssen. Von oben bis unten, ich meine natürlich sehr sorgfältig. Naja, du darfst ja entscheiden, wer es denn am Ende wird. Du hast ja gewonnen. Stimmt, die kleine Wette. Ja. Was ging es vor? Also warum wir uns? Um was haben wir uns gestellt? Es ging um die Bibliothekarin, wer das ist, ob das die Blinde ist. Ah, genau. Ja. Ich hätte es lustig gefunden, wenn es die Blinde gewesen wäre. Ja. Hier! Das ist aber nicht das Buch, was ich haben wollte. Oh. Ja, nimm's trotzdem. Vielleicht sollten wir mal weiter. Du bist doch dran. Ja, ich weiß. Aber du laberst in der Zeit. Du auch. Ja. Ich komme mir vor, als wäre ich der Einzige, der Hanako überhaupt sehen kann. Als ob sie unsichtbar wäre, mitten im hellsten Tageslicht. Helles Tageslicht ist, glaube ich, bei ihr nicht so. Naja, es ist... Vielleicht ist sie auch ein Vampir. Weißt du, so ein Vampir, der da mal... Probleme hatte mit Licht und so. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass irgendwelche in Virtual Novels kann ja wirklich manchmal so sein, dass da irgendwelche Scheiße da passiert. Charaktere wie sie, Catherine und so. Ja. Wegen Superbus und so. Du musst schon da reinsprechen. Achso, ja, stimmt, ja. Also, rede nicht mit mir, rede mit dem Mikro. Entschuldigung, ist Mikro. Wunderschön. Ist es nicht viel schöner, damit zu reden? Eigentlich will ich mit Hanako reden. Achso. Tja, Pech. Wird sie gemobbt, hält sie sich deswegen vom Rest der Klasse fern? Ich sehe, wie sie über ihre Schulter späht, zur hinteren Tür des Klassenzimmers. Wenn ich es mir genau überlege, hat sie eigentlich noch keine Seite umgeblättert, seit ich sie anschaue. Sie wird wohl auf jemanden warten. Was soll ich tun? So. Oh, eine Entscheidung. Mein Buch lesen, zu Hanako gehen und mit ihr reden, warten bis Shizune und Micha sich entschieden haben. Ja, da könnte man ja im Prinzip schon entscheiden, nun niemanden von den beiden. Die Hanako-Route eher oder die Shizune und Micha-Route? Also, so nebenbei, mein Buch lesen ist doch dasselbe eigentlich wie warten, bis die beiden fertig sind, oder? Er wird das Buch lesen, und wenn die beiden fertig sind, werden sie ihn eh anlabern, also. Also, im Endeffekt ist dasselbe, aber für was wirst du denn jetzt? Keine Ahnung, also, wir müssen uns ja hier entscheiden zwischen Hanako und den anderen beiden, oder? Mehr oder weniger. Vielleicht, wenn wir... Also, Hanako wird es eventuell nicht gefallen, dass wenn wir da hingehen und... Ja, das aber kann vielleicht sein. Aber es wäre die einzige Möglichkeit, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Das ist richtig. Vielleicht sollten wir mal mein Buch lesen, um halt niemanden zu wählen. Vielleicht haben wir dann später mehr Optionen für die anderen, die es noch so gibt. Vielleicht gibt es ja noch mehr, ich weiß es. Also es gibt noch mehr, ich weiß es ja. Naja, es gibt noch die Blinde zum Beispiel. Und die anderen beiden, die wir noch nicht sagen werden. Die anderen beiden, die wir noch nicht kennen. Ja. Dieses Phantom der Oper. Wollen wir erstmal auf mein Buch lesen drücken? Okay, mein Buch lesen. Ich tue, was ich immer tue, wenn ich nicht weiß, was zu tun ist. Ein Buch lesen. So wie jetzt. Ich habe gestern schon oft mit einem der Bücher angefangen, das ich gestern ausgeliehen hatte, und habe es für die Pausen zwischen den Stunden mitgenommen. Ich finde die Seiten, die ich mit einem Eisenrohr markiert hatte, und lese. Du bist einer. Ja, lies weiter. Vielleicht hat er da ja echt einen Eisenrohr. Ist ja eine Schule in Silent Hill. Wusstest du das? Das ist dasselbe Universum. Hm? Katawa Shoujo und Silent Hill. Ja? Mach weiter. Micha und Shizune streiten sich nach wie vor wahrscheinlich immer noch über Restaurants. Aber falls ich mich einmische, würde ich nur in ihren Streit hineingezogen werden. Oder schlimmer noch, sie würden wegen des Schülerrats auf mich einstürmen. Weil niemand da ist, der ihr Gespräch mitbekommen muss, spricht Micha nicht laut.
Aber selbst wenn Shizune mal